Neues aus meinem Plattenschrank, die Weihnachtsausbeute. Bleibt dran. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute eine Folge Neues aus dem Plattenschrank mit den neuesten Scheiben, die ich zu Weihnachten bekommen habe. Wie vielleicht bei vielen von euch ist bei mir an Weihnachten auf der Liste Schallplatten ganz, ganz weit oben. Und es hat geklappt, ich habe einiges bekommen und haltet euch fest, es sind wirklich Kracher dabei. Loslegen möchte ich mit dieser kultigen Scheibe. Es handelt sich um The Doors, L.A. Woman. Ja, wer kennt dieses Album nicht? Lange auf meiner Wunschliste gestanden. Ich hätte auch die Option gehabt, was Gebrauchtes von der Börse zu kaufen. Hat sich aber auch nicht das Richtige aufgetan bisher. Deswegen, ich hatte von dieser Version Gutes gehört, habe ich mir auch geholt. Das Ganze kommt hier in einem, ich sag mal Hardcover, ja, zum Aufklappen. Dabei sind 3 CDs mit Bonusmaterial. Wären jetzt für mich nicht unbedingt nötig, aber ich wollte eben diese Version und alleine ohne diese Bonus-CDs habe ich sie nicht gefunden. Hier innen drin haben wir noch ein kleines Booklet. Zeig euch das mal. Das finde ich wiederum richtig cool. Ja, Fotos, Liner Notes, bisschen was geschrieben. Hier Aufnahmen vom Studio und noch mehr Aufnahmen und noch mehr. Schön, hier auch noch mal tolle Bilder. Also finde ich fantastisch. Das Vinyl kommt in einer gefütterten Innenhülle, sehr gut. Und gleich vorweg, hier die Scheibe, das Ganze ist plan und ohne Makel. Da ist doch die Freude groß heutzutage. Es handelt sich hierbei um auch eine limitierte Version. Ich habe hier die Version, in Gold sieht man es hier hinten eingestempelt, 19.408. Es ist für mich fraglich, ob das wirklich groß limitiert ist oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht, steht nur so dabei. Aber schön gemacht. Ich finde, das ist das Album wert, dass es da eine schicke gemachte Version gibt. Und was soll ich sagen? Klanglich. Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden damit. Das Ganze ist übrigens, der Lecker-Cut ist von Bernie Grundman. Da wissen wir, der steht für Qualität. Das Ganze ist sauber. Eine schöne Trennung, eine schöne Bühne. Also das passt. Man könnte eventuell sagen, dass vielleicht ein bisschen mehr Bass da sein könnte, aber ich finde, bei diesem Album ist das auch nicht zwingend nötig. Ja, also das passt für mich so. Nörgeln auf hohem Niveau, würde ich vielleicht sagen. Bei dem einen oder anderen Stück haben die Stimmen etwas unklare Spitzen hier und da. Ich vermute mal fast, dass das an der Aufnahme an sich liegt. Gleich nochmal an die fragen, ob ich meinen Tonabnehmer richtig eingestellt habe. Ja. Denn ich habe sonst keine Probleme. Es gibt ein paar Ausnahmen und da ist das nicht überall hundertprozentig sauber, aber es tut dem Hörspaß keinen Abbruch und ich bin der Meinung, diese Version ist eine Version, mit der man glücklich sein kann von diesem fantastischen Album, also für mich eine Empfehlung. Weiter geht's mit einer Platte, die glaube ich auch relativ bekannt ist und die mir persönlich mehrfach empfohlen wurde, vor allem in Livestreams von mir, als sehr audiophile Platte. Und das ist sie auch, weil sie wahrscheinlich auch sehr oft gespielt wird auf HiFi-Messen. Es handelt sich um Chris Jones, Roadhouses and Automobiles. Ja, Chris Jones, leider nicht mehr unter uns, aber toller Künstler hier. Ganz toller Gesang, ganz tolle Gitarre, wirklich audiophiles Zeug. Aber auch musikalisch echt eine schöne Platte. Also, um euch einen Vergleich zu sagen, wir hatten ja letztes Mal auch diese Nils Lofgren, die auch so auf den Messen hoch und runter gedudelt wird. Mir macht als Gesamtalbum musikalisch dieses mehr Spaß, deutlich mehr. Das Ganze auf dem Stockfish-Label in einem mittelschweren, matten Karton. Schön gemacht in das Gatefold mit den Songtexten. So sieht das Ganze hinten aus. Kommt auf Doppelvinyl 45 RPM. Zeige euch auch einmal das Vinyl. Sieht so aus. Und auch hier optisch Vinyl sauber und beide Platten gerade. Allerdings bei dieser Pressung ist ein leichtes Grundknistern vorhanden. Hier und da. Das zieht sich über beide Platten hinweg. Also man hat
bei ruhigen Stellen und zwischen den Tracks auf jeden Fall leichtes Knistern, auch nach dem Waschen. Und es scheint wohl so, als wäre es ein Problem der Platte allgemein. Es gibt ja auch keine zig Versionen, es gibt, glaube ich, nur die. Und das wird auch zum Beispiel bei Discogs berichtet. Das ist etwas schade, aber ich sage euch trotzdem, der Klang darauf ist so gut, dass ich darüber komplett hinwegsehen kann. Und man hat ja auch keine andere Wahl in dem Fall. Es ist eine absolute Vorführplatte. Die Stimme, die steht so realistisch und greifbar im Raum, so kann ich das sagen. Die Gitarre klingt so greifbar auch und so plastisch ist die dargestellt, wie die Saiten da gezupft werden. Also das ist schon Hörgenuss, wie gesagt, auf höchstem Niveau. Der Bass ist ebenfalls kräftig und hört mal rein. In meiner Playlist ist das natürlich auch drin. Wer da Spaß an der Musik hat und auf guten Klang Wert legt, sollte sich diese Platte auf jeden Fall noch holen. Die sollte auch verfügbar sein. Wie immer, Links in der Beschreibung. Ich würde mich freuen, wenn ihr Interesse an Schallplatten und Hi-Fi-Content habt. Lasst mir doch ein Abo da. Schreibt mir gerne mal ein paar Kommentare. Da freue ich mich immer. Auf zur nächsten Platte. Als nächstes kommen wir zu dieser Scheibe. Es handelt sich um Neil Young, Live at the Carnegie Hall, 1970. Es handelt sich um eine Doppelvinyl von dieser Live-Show. Gab es, glaube ich, nur als Bootleg früher. Und diese erstes Mal offiziell ist die jetzt erst, glaube ich, vor einem Jahr, zwei rausgekommen. Das ist diese verfügbare Version. Leider kein Gatefold, also bei zwei Scheiben wünsche ich mir immer ein Gatefold und es ist auch nur ein recht dünnes Cover, also das ist ein bisschen schade, muss ich sagen. Da hat Neil Young irgendwie gespart, keine Ahnung, aber auch hier wieder, beide Platten sauber, flach, keine Kratzer. Und hier muss man dann doch auch einfach mal sagen, richtig cool, dass nach all den Platten, die ich in der Vergangenheit oder wir in der Vergangenheit hatten, die wellig oder verkratzt waren, auch jetzt mal eine ganze Charge dabei war. Vielleicht war es auch Glück bei mir, ich weiß es nicht, wo die Scheiben wirklich sauber sind. So muss das sein. So, wie gesagt, das ist natürlich sehr reduziert hier von der Musik her. Neil Young mit der Gitarre, alles relativ solo. Und daher vom Stereobild relativ zentriert das Ganze, aber ist ja auch logisch, weil er da in der Mitte mit seiner Gitarre sitzt. Aber trotzdem absolut fantastischen Klang. Die meisten wissen auch, wenn Neil Young da was rausbringt, der legt da Wert drauf, die Dinger klingen. Das Ganze, der Cut ist auch von Chris Bellman. Da wissen wir auch, das ist einer der guten Namen. Dementsprechend klingt das. Und ich würde das beschreiben als heißen Schnitt, Hot Cut sozusagen. Denn ich muss ja wirklich an der Anlage zwei, drei Klicks runtergehen. So geht die nach vorne, klanglich, obwohl es so reduziert ist. Also wirklich toll. Atmosphäre, das Publikum, wie das rüberkommt. Also echtes Live-Feeling. Sehr intim, finde ich. Wie gesagt, hier rundum mal wieder zufrieden. Kleiner Kritikpunkt, Gatefold. Als viertes kommt mal was aus einer anderen Richtung. Diese Scheibe sieht so aus. Der Künstler nennt sich Panther du Prince und das Album heißt Black Noise. Original ist das Album von 2010, erschienen auf Rough Trade und hat erstmal, schaut mal, wie ich finde, ein wunderschönes Cover. Ja? Künstlerisches Gemälde hier irgendwie so an einem See mit Bergen. Hat mich auch schon mal sehr angesprochen. Wir sind ja musikalisch im Bereich elektronischer Musik. Ich würde sagen Electronic, Minimal, teilweise mit Gesang, dann so ein bisschen Deep Vocal mäßig, aber auch ein bisschen Avantgarde hier und da bei dem ein oder anderen Track. Eine abwechslungsreiche elektronische Platte. Ich finde es fantastisch, ich habe nicht viel Elektronikalben, aber das ein oder andere schafft es dann doch in meine Sammlung und das gehört definitiv dazu. Hier auch wieder leider kein Gatefold, obwohl Doppelvinyl. Ich zeige euch mal eine Platte. Hier wieder das Glück, dass meine Innenhüllen genau in das originale Inner reinpassen zum Schutz, weil die ja ungefüttert sind, die Originalen. Auch hier wieder. Ich kann es kaum glauben, dass ich schon wieder sage, Scheiben, plan und sauber. Wobei ich sage sauber, ja, ich meine mit sauber keine Kratzer oder irgendwas drauf, aber beide Scheiben haben so eine Art
Film drauf. Also wenn ich das ins richtige Licht halte, sieht es aus wie so ein schmieriger Film. Auch nach zweifachem Waschen mit der Absaugung ist der immer noch drauf. Aber unabhängig davon klanglich super. Kein großartige Knistern oder Pops oder irgendwas. Also ist irgendwie nur eine optische Sache. Keine Ahnung, ich hatte schon mal so eine Platte. Ich weiß nicht, wie das zustande kommt. Ansonsten dynamisch, tolle Feinheiten, klar, kräftig, passend zur Musik. Hier werden teilweise ganz, ganz tolle Stereo-Effekte genutzt, ja, wo was von links nach rechts rüberläuft und von vorne nach hinten. Also das macht ultra Spaß. Und wie gesagt, selbst wenn ihr sowas normal nicht hört, das ist nicht einfach irgend so eine Dance-Platte oder so. Das ist echt ein spannendes Album und möchte ich euch unbedingt ans Herz legen. Und als letztes für heute wieder was Besonderes, denn diese Schallplatte habe ich vom Vinylwichteln bekommen an Weihnachten. Und zwar in der Community von dem Podcast Lost in Vinyl. Da gibt es jedes Jahr ein kleines Vinylwichteln für die, die daran teilnehmen möchten, über deren Slack. Und ich habe auch teilgenommen und habe eine Platte geschickt bekommen von dem lieben Schauspieler, von dem Matthias. Und das hat mich mega gefreut. Ich zeige euch die Platte. Die sieht so aus. Es handelt sich um The Kills No Wow, heißt das Album. Es handelt sich dabei um eine Scheibe Original von 2005. Und wie ich von vielen gehört habe, ist das ein Indie-Klassiker. Mir persönlich war es noch nicht bekannt. Das Ganze kommt hier in einer limitierten goldenen Version. Auch die ist sauber und plan. Ich zeige sie euch. So sieht das Ganze aus. Und ja, musikalisch eine Indie-Platte, Indie-Rock. Und ich möchte ehrlich sein, ich stehe noch so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ich finde das nicht schlecht. Ich kann es jetzt aber auch noch nicht richtig abfeiern. Aber wäre nicht die erste Platte, die ich 3, 4, 5, 6 Mal hören muss, bis es bei mir endlich Klick macht. Also das ist einfach manchmal so. Und die Chance gebe ich der Schallplatte noch, denn die klingt auch wirklich, vor allem muss man nochmal sagen, für das Genre sehr, sehr gut. Auch hier, was ich gar nicht erwartet hätte, gemacht von Bob Ludwig. Auch wieder einer der super Namen, die für Klang stehen. Und ja, das macht natürlich nochmal mehr Freude. Überhaupt cool, dass solche Musik dann diese Klangqualität hat. Es sind auch auf jeden Fall 2, 3 Tracks drauf, die bei mir gut ankommen. Aber es ist noch nicht ganz bei mir gelandet. Ich freue mich trotzdem drüber. Ich werde das absolut in Ehren halten. Hier nochmal vielen Dank, lieber Matthias. Ja. Also, das waren meine Weihnachtsplatten, die ich zu Weihnachten bekommen habe. Es dauert jetzt nicht mehr lang übrigens, dann ist hier mein Keller, mein neues HiFi und YouTube-Studio, bald komplett fertig. Ich hoffe, dass ich in der ersten Februarwoche euch das dementsprechende Roomtour-Video zeigen kann. Ich freue mich riesig drauf. Ich hoffe, euch gefällt es genauso gut wie mir dann. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut noch ein paar alte Videos von mir und bis zum nächsten Video. Bis dann.